Sehr geehrte Mitglieder des Vorstands, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, sehr geehrte Mitschülerinnen und Mitschüler, wie oft am Tag haben Sie Plastik in der Hand? Viele können sich ein Leben ohne Plastik nicht vorstellen. Der Großteil der Dinge, die wir kaufen, sind in Plastik eingeschweißt, meistens doppelt oder dreifach. Aber haben Sie sich mal gefragt, wo diese Dinge landen? Naja, für manche erstmal im Müll. Und weiter denken wir auch oft nicht mehr. Im Müll ist es vergessen und abgeschlossen. Nun ist es ja eigentlich nicht mehr unser Problem. Aber stimmt das? Ist hier der Weg dieses Kunststoffes schon vorbei? Eigentlich nicht. Aber um Ihnen das besser zu veranschaulichen, nehme ich Sie auf eine kleine Reise mit. Der erste Schritt wäre wohl der Abtransport der Müllabfuhr. Diese ist außerdem ein Luxus, den es in vielen Ländern nicht gibt. Diese bringt ihn auf große Müllhalden. Nur ein kleiner Prozentsatz wird weltweit in den Ursprungsländern oder zur Energiegewinnung verwendet. Wobei man sagen muss, dass Österreich zu den umweltfreundlicheren Ländern gehört. Der Rest wird meistens ins Ausland exportiert. China zum Beispiel importiert jährlich rund 7,3 Millionen Tonnen des weltweiten Plastikabfalls. Nun ist der Plastikmüll das Problem dieser meist nicht sehr reichen Staaten, denn viele Länder bezahlen andere, um ihr Plastik entgegenzunehmen. Wie es von hier weitergeht, ist ungewiss. Zwar wird oft angegeben, dass der Großteil des Mülls umweltfreundlich versorgt wird. Wie dann aber trotzdem 12 Millionen Tonnen jedes Jahr im Meer landen können, bleibt mir zumindest ein Rätsel. Aber auch hier endet die lange Reise nicht, denn Plastik braucht rund 450 Jahre, um sich zu zersetzen. Und das in nur sogenanntes Mikroplastik. Plastik ist auch die Todesursache vieler Lebewesen. Robben und Wale verwickeln sich in Tüten und können so nicht mehr an die Oberfläche, um zu atmen. Fische und Kleinlebewesen essen es und vergiften sich so selber. Der Fischbestand geht bereits in vielen Teilen der Welt bedenklich zurück. Manche Forscher haben schon die Angst, der Müll könnte sogar in unsere Mägen gelangen. Somit ist dieser auch unser persönliches Problem und das der nächsten Generationen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit ein hilfreiches Bild von der Wirklichkeit malen. Ich könnte die Rede nun beenden. Aber was fangen Sie mit einem Vortrag an, der einem nicht den Weg der Besserung zumindest mal andeutet? Man kann mal damit beginnen zu sagen, dass ich nicht der Erste bin, dem dieses Problem aufgefallen ist. Viele, sehr viel engagiertere Menschen versuchen schon lange, eine oder auch mehrere Lösungen zu finden. Zum Beispiel der deutsche Fischer Günther Bonin, der mit seinem Fisch, der Seekuh, versucht, Strohhalme, Dosen und Plastik aus dem Meer zu fischen. Aber nicht nur Privatpersonen, sondern auch Organisationen wie Greenpeace packen mit an. Die meisten dieser Arbeiten bringen keinen finanziellen Gewinn und beruhen da auf Spenden. Millionen von Euro fließen jährlich in die Reinigung der Weltmeere. Und um zu helfen, muss man nicht mal seine Netze nehmen und in das Mittelmeer marschieren. Aber mindestens genauso wichtig ist nämlich der Aspekt des Mülltrennens. Also wer das Geld für diesen wohltätigen Zweck nicht aufbringen kann oder will, sollte sich zumindest mal mit diesem Aspekt befassen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Augen öffnen und Sie motivieren, etwas zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.